Ich habe, glaube ich, noch nie einen Publikumspreis bekommen, tatsächlich. Und das ist der schönste Preis und das ist der schwerste Preis und es ist der erste aus dem Ausland, wenn das überhaupt jetzt als Ausland gilt. Aber so habe ich es dann in der Anmoderation verstanden, dass wir Deutschen für euch ja dann doch ein bisschen Ausländer sind und insofern freut es mich besonders natürlich. Haben Sie damit gerechnet, als Sie nach Wien gekommen sind, dass Sie vielleicht mit der Romy heimfahren? Nein. Ich war fest davon überzeugt, es ist zwar nett, dass man quasi die Veranstaltung schmückt, aber das ist, da es ein Publikumspreis ist und wir nur aus Versehen über die Grenze senden, habe ich gedacht, dass die Kollegen, die für das österreichische Publikum wirklich arbeiten, und zwar ausschließlich erst einmal und dann zurücksenden, dass die das natürlich bekommen würden. Deswegen bin ich so fassungslos und ein bisschen aufgeregt.